Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar zurück mit Far Cry New Dawn. Und natürlich ist die Simlicious dabei. Oh, hallo. Willkommen. Wir sind dabei, Prepper-Verstecke aufzudecken, glaube ich. Und zwar haben wir hier, sind wir hier lang. Und jetzt haben wir keine mehr. Doch, da ist noch eins. Aber da ist noch so eine Fabrik. Sollen wir die mal platt machen oder irgendwas ist das? Ich habe mal markiert. Siehst du das auf der Karte? Nee, ne? Ja, doch. Ich sehe das. Oh, da fahren wir jetzt mal hin. Bauen nur ein Auto. Ich wollte gerade sagen, haben wir denn ein Auto? Wir sind eingegrabene Autos, aber... Also hier steht nichts. Sind wir hier denn hergelaufen? Offenbar. Wer ist das denn da? Weiß ich nicht. Der sieht nicht nett aus. Ziemlich aggressiv. Ja, wir haben ihn, oder? Nee. Nicht. Doch, er ist tot. Ach, er so, rollt nur noch. Ich dachte, du hast sie gefangen jetzt so rasch. Nee, ich, nee. Fast, ja, aber. Oh, der ist ausgestiegen. Hey, wer ist das? Ich weiß auch nicht. Oh, meine Güte, ist hier ein Atombombe explodiert? Also hier sieht's ja krass aus. Verstreutes Gebiet. Es ist... Oh, sofort umkehren. Ich kann nicht einsteigen so. Ich wollte nur aus dem Gebiet rausfahren. Direkt noch von einem anderen angegriffen worden. Ich glaube, wir haben Reifen verloren. Okay, ist, aussteigen. Ja. Hör, Juro. Oh, schade, ich dachte, ich springe raus. Hinten, wow, du hast ja voll das... Ah, nee, das ist eine Scharfschütze. Scharfschütze. Mein Gott, ist der krass. So, jetzt haben wir das. Ich hab immer noch den... ich nehme das hier mal. Zurück. Schau auf den Flammenwerfer. Der ist doch irgendwie ganz schön gefährlich, der Flammenwerfer. Ja. So, jetzt aber. Ich sehe in dem Auto nie was. Ah! Ich glaube, diese Typen mit dem Bogen, die gehören zu dem Jacob. Ja, hast du das jetzt? Ja, glaube ich auch. Also ich weiß es nicht, war noch nicht bei ihm. Oh, läuft der Quest der schon wieder. Ah. Der Typ, der überall ist. Ich weiß nicht. Ich habe Trucks der Highwaymen aus dem Silo kommen sehen. War mal unsere Ethanolfabrik. Jeder Tropfen, den sie uns wegnehmen, ist eine schlechte Nachricht. Ich kann besser schlafen, wenn die Fabrik wieder uns gehört. Ah, mit dem Mausrad kann ich auch zwischen den Dynamit wechseln. Ich sehe es ganz klein rechts unten. Ja, ist gut. Die Raffinerie. So, wir müssen nämlich jetzt sowieso mal die ganzen Ethanolfabriken mal... Ah ja, die Anna ist natürlich markiert, genau, ne? Ja. Danke. Ich so, oh scheiße, die fahren da hin. Aber ich will jetzt schnell so tun, als wenn ich denen geholfen hätte. Nix da, Freundchen. Ich habe ihn überfahren. Oh, ist er verendet. Hast du aufgesammelt? Ich hab's, ja. Ach so. Ich dachte schon, er macht seine scheiß Rauchbombe. Da oben ist ein Scharfschütze drauf, glaube ich. Egal. Wo ist ein Scharfschütze? Auf dem, auf diesem Plakat-Dingelsbummens. Achso. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Hier ist nichts, was wir looten müssen. Hier sind irgendwelche Häuser, aber keine Ahnung. Jetzt erstmal hier zur Raffinerie. Ist aber ein schöner Bulle. Ein schöner Bulle. Ja. Ja, also ich dachte gerade, was ist da? Ah! Cool, das ist Level 1, das sollte ja wohl nicht allzu schwer sein. Geh mal Kamikaze ran oder ja, langsam? Ja, hier ist das Ding direkt schon. Okay. Oder warte, ich mach eine Sprengfalle an, okay, an das Dingens. Thank you.
Hinter dir ist da direkt ein Typ. Alles klar. Kannst du loslegen, wenn du willst. Falls jemand dran geht, dann... Boah, hier ist gut. Der geht jetzt dran, der eine, ja, oder? Ja, lass ihn ruhig dran gehen. Doch nicht. Lass einen ruhig dran gehen. Oh Mann. Die ist hier rübergeslidet, das gibt's doch nicht. Wow. Das ging schnell. Gut, die erste Stufe ist ja auch einfach im Vergleich, ja, zu den anderen. Okay. Cool, wir dastehen. Hebelis von Dienst. Wir müssten uns echt noch ein High Five geben oder sowas. Ja, leider gibt's das nicht, brennt, ja. Sollen wir erstmal looten, ne? Wir looten erstmal und dann. Guck mal, hier schon wieder. Keine Ahnung, ob du schon du dann direkt plündern hast. Ja, ne, erstmal looten und dann plündern. Sie schießt eine Moskito den Pimmel weg. Wenn sie dich mag, unterstützt sie dich vielleicht. Also hier erstmal das Gebiet leer räumen, weil wenn wir das plündern, dann sind wir direkt raus aus dem Gebiet und hier sind Gegner. Ah, ja, klar. Hier drin war eine Kiste, so eine gelbe. So, mal hier hoch. Ah, ist auch ein Zettel. Wir müssen dann direkt das zweite Mal auch noch platt machen. Können wir machen, das zweite Mal. Wenn wir das wenn wir das ja haben und halten, dann kriegen wir dann permanent Sachen? Nee. Nee, ne? Nee, beim dritten Mal. Nur einmal. Ja. Also immer bei jedem Erobern kriegst du einmal Zeug. Mann, ich wünschte, ich hätte endlich einen Sniper mit Schallinfo, das wäre gut. Immer noch nicht. Ich dachte, du hast vor. Du leistest doch immer Vorarbeit. Ja, ich habe jetzt Stufe 3 Sachen, aber ich habe das immer noch nicht. Echt? Also ich kann es aber auch nicht bauen, mir fehlt noch irgendwas. So ein anderes Ressourcenteil, das habe ich irgendwie bisher noch nicht. Ich will keine Zettel lesen. So. Von mir aus können wir jetzt plündern. Okay. Wenn du plünderst, dann kann ich ja hier bleiben, wenn er eh raus teleportiert. Ja. So. Badidambida, dadamdida, didamdo. Okay. Machen wir es dann jetzt? Alle Alarme dann deaktivieren? Ich glaube, ich mache Sprengfallen dran. Ich bleib einfach erstmal außerhalb und warte. Ja, ne? Wenn ich fehlschlage, dann musst du mich retten. Wir haben die Raffinerie zurückgeholt und destillieren da Ethanol, also sollte genug da sein. Achte auf Alarmsysteme. Die rufen Vollstrecker. Vollstrecker? Ich weiß gar nicht. Ist das da oben drauf? Ich kann mal gucken. Ich kann mal hier. Wie werfe ich nochmal Granaten und so? Mit C, B? War das nicht mittlere Maustaste? Ja, okay, gut. Ich habe nämlich Messerchen. Ich kann mal hier auf diesen Ausguck hochgehen und gucken, ob ich da Leute sehe mit dem Fernglas. Oh Mann, das Ding ist hier oben. Ah, ich hab's hier. Ist direkt vor mir. Ich markiere mal alle, die ich sehe. Sehr gut. Wurde mich jemand. Geht's los? Oh, scheiße. Ja, du wurdest entdeckt. Nein! Wow, was war los? Wir schicken euch keine Hilfe! Ah, nur ein Witz, wir sind gleich da! Ich bin gestorben. Ja, das war wahrscheinlich der Sniper hinter. Ah, ja, irgendwie, das muss gewesen sein, lol. Sniper hier noch ein paar weg, ich versuche runterzukommen. Aber ich weiß ja, ob ich es schaffe, dich so schnell wiederzubeleben. Der Sniper läuft, glaube ich, runter jetzt gerade.
ans Leben klammern. Ich bin auch gleich down. Macht nix. Weiter, weiter links. Da. Oh je, oh je. Hier ist Deckung. Hier ist Deckung bei mir. Ah. Meine Güte, scheiße. Scheiße. Ja, machen wir jetzt. Kämpfen. Ah, scheiße. Warum werfen wir jetzt hier rein? Ich werde einfach hier stehen und du musst in Deckung bleiben, bis du wieder geheilt bist. Denk dran, du hast doch kaum Leben. Ja. Mach den Scharfschützen mal da weg. Alter, fuck. Der hat dir das Ding weggeballert. Komm, zwei. Down. Was ist denn da bei dir los? Ich weiß auch nicht. Du brennst gerade noch, ich kann dich noch nicht aufheben. Ja, ich glaube mich ans Leben. Okay, der Scharfschütze ist wenigstens tot. Toll. Okay, ich glaube, wir brauchen eine bessere Taktik. Ich hab dich aufgehoben. Hinter uns, Scharfschütze! Hinter dir ist noch einer. Ich runterspringen, runterspringen! Hochholen. Hinter mir runter! Leider keine Heilung mehr. Meine Güte, Katastrophe! Das ganze Gebäude brennt da jetzt. Ich sag. Du bist down. Wir schaffen das schon. Wir umzingeln das Gebiet! Oh je, kommt noch, komm mehr, noch mehr jetzt, ja. Scheiße. Wir brauchen das Auto mit dem Geschütz da hinten drauf. Das kann uns helfen, ja. Ich mach dich fertig! Oh, Scheiße! Hier ist Maria! Was mit dem Auto? Hubschrauber! Oh mein Gott, ist das völlig übertrieben? Ist die Schüssel, ist der Radarsender wenigstens jetzt? Ich hab keine Ahnung. Da ist die gelbe! Scheiße, hinter mir hat mich auch einer erschossen. Okay, die gelben sind heftig. Die gelben sind echt übel. Lebst du noch? Psst. Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Hilf mir doch, verdammt! Diese Drecksau. Oh nein, ich hab mich. Ich hab ihn getötet! Ja, er ist weg. Kommt Neues. Oh Mann, wie viel kommen denn da noch? Ne, ist nur unsere. Okay, sehr gut. Doch nicht? Nicht? Ich weiß nicht, fahren wieder weg. Ja, unsere zum Thema, die kämpfen aber nicht mit. Keine Ahnung. Okay, das ist noch ein Scharfschütze. Wo ist der? Irgendwo da. War's das jetzt? Ne. Weiß nicht, ne. Hinter uns. Noch ein Scharfschütze. Yay! Boah! Das haben wir doch sehr professionell geworden. Mein Gott, Walter!
So, wir lassen die erstmal jetzt so. Scheiß auf drauf. Auf jeden Fall. Dann haben wir das auch als Schnellreisepunkt. Ja, eben. Wenn wir es wieder nicht schaffen, dann nicht. Gut, dass was du auch Weltraum? Ich habe Geschichten über einen wilden. Ja, so eine Hose. Ich eben auch bekommen. Und, ach, so ein Hut. Oh Gott. Ich frage mich, ob du deine Familie überzeugen könntest, ihn dir für eine Weile auszuleihen. Horatio. Ach ja, das ist das Kampfschwein. Kampfschwein? Ja, Begleiter, ist ein Wildschwein. Das ist ziemlich cool. Immerhin gibt es hier eine schallgeimpfte Pistole. Das wär's schon mal. Die hab ich. Die gibt's auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch in der beim dritten gibt's dann auch die schallgedämpften Sniper. Aber da brauchst du noch eine andere Ressource. Irgendwie so Schaltkreise oder irgendwas. Und die hab ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo man die kriegt. Du kannst ja dann mal deine Waffenwerkbank upgraden im Prosperity. Prosperity? Ja. Ich hab das heißt doch... Nicht, es heißt nicht Sanctuary, sonst heißt doch immer alles Sanctuary. Ja, alles heißt immer Sanctuary. Hab ich jetzt gerade den Raketenwerfer aufgehoben? Tatsächlich, cool. Ach, cool. Na, die können wir gut gebrauchen, ja, bestimmt. So. Dann kann ich dir meine Ah ja. Ich weiß schon. So. Oh mein Gott, was es für Tiere gibt. Okay, alles klar. Sehr gut. Auto? Jetzt haben sich die Zwillinge auf dem... Wo gehen wir als nächstes hin? Wer weiß nur nicht. Sorry. Wie geht denn die Hauptquest weiter? Wir gehen jetzt mal... Da oben haben wir Nana als Quest. Ja, dann gehen wir mal zu der... Und nach Nana holen wir den Prepper, nach Nana holen wir Timber. Und da gibt's noch eine Ausbruch-Quest, ja. Ein bisschen Zielschießen hier. Nice. Da müssen wir wieder ein paar Tiere töten. Dafür kriegen wir was nochmal Materialien, ne? Ja, genau, Materialien. Dann ist wieder ein. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Bis zum. Obwohl, ich könnte ja bis zum Dingens fahren, ne? Das wird ja zählen, bis zur ja, Fabrik. Stimmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Was ist passiert? Hä? Ach so, nein, ich hab Leck gehabt, deswegen bin ich ausgestiegen. Ah, ich hab ihn! Sehr gut, ich laufe. Nimm du dann den Wagen, den ich hier stehen lasse, und sind wir angehören, sonst ja. Haben wir gleich nichts mehr. Sind da alle fotografierten Orte in Hope Country? Ja, da ist so ein Panoramabild. Ach so. Aber Multiplayer können wir das ja leider nicht benutzen. Ach, können wir das nicht machen? Achso, ja, Fotobus geht nicht, ja. Ne. Halte Y gedrückt, um das Foto herauszuholen. Guck mal, vielleicht geht's doch. Wo ist denn dieser Panoramablick? Warte, ich komm zurück. Der war da. Da, wo du rausgesprungen bist, ungefähr. 75, sehr schön. Hier irgendwo war das doch, ne? Ich weiß aber nicht. Nee, wo. Ich war weiter unten. Achso, weiter unten. Das konntest du sehen per Bild. Wo ist denn unser Auto? Hast du es nicht mitgenommen? Nein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich angehalten habe. Ah, Katzi! Ich weiß, wo das Auto ist. Ich hol's. Pass auf, da ist eine böse Katze. Ich bin jetzt bei dem Fotomodus. Aua, die Katze beißt. Schreck einfach ins Auto. Ja. Sie hat mich aber gerissen, deswegen konnte Sie hat dich gerissen? Ja. Ach, da ist das? Okay, cool. Ich glaube, die Katze greift jetzt das Ding ins Lager an. So. Egal. Lesen. Cool. Ach, so ein Bild. Von damals. Mehr ist es nicht. Nee, Quatsch. Suche das. Ich hab das Bild gar nicht. Ach, wir sollen das Bild nachmachen wahrscheinlich, aber im Suchgebiet. Welche Taste wäre denn der Fotomodus? Weiß nicht, geh mal über das Menü Fotomodus. Weiß nicht, ach, da ist es. Ach so, du sollst nur das Bild drehen. Ach und so, dann guckst du da zu der Fabrik und dann. Ah. Ah, okay. Da liegt sie drauf. Kannst du da drauf drücken? Ich hab nur den Zettel hier.
Ja, drück da drauf. Geht das, ja, aber da kommt nur ein Zettel, kein Bild. Ach so. Ach, vielleicht geht das nicht. Drück mal Y, hin. Stell dich da drauf und drück mal Y. Na, kommt nur das Fernglas. Hm. Ah ja, geht wahrscheinlich im Multiplayer nicht. Ist nicht so schlimm. Musst du das dann so vergleichen wie Weltkriegsbilder, weißt du? Ah, okay. Die Straßenzüge oder dann heute und damals. Damals? Damals. Ich hab nur den Weg markiert. Aha. Mann, hier kann eine man Güste. Stehen bleiben, wird direkt angegriffen. Hä? Schlagloch. Wir haben doch so gesagt, kein Scheiß und der Proben war. Hinter uns. Oh, oh. Scheiße, er hat mich gleich. Meine Güte, was ist das denn für eine Straße? Das erste Mal, dass ich einen Hubschrauber gesehen habe, glaube ich, ne? Oder? Kann sein, ja. Nee, ich weiß nicht. Hier in dem Spiel. Ich auch schon mal? Nee, weiß ich gar nicht, ja. Kann sein, tatsächlich. Wenn man sich mit dem Kletterhaken runterhängt und hochklettert, kann man den, glaube ich, so kapern. Ich bin mir nicht sicher. Aber Far Cry 5 ging das? Ja, weiß ich das nicht. Müsste man ausprobieren. Wahrscheinlich schon. Kommt wieder eine Kiste runter, wahrscheinlich. Ja. Kiste? Ja. Ich sehe sie noch nicht. Oh. Da kommt sie runter. Ein bisschen weit, glaube ich. Willst du da jetzt hin? Nee. Ich glaube, das gilt nicht uns. Als würde man kopflose Hühner in einem Fass erschießen. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Bäh. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nena nennen. Nena. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten Dreikäsehorst die Leviten liest. Ich soll dir zeigen, wie toll ich schießen kann. Krähenfüße, Adleraugen. Gib dich zur Scharfschützenstütze. Hier. Ah. Können wir jetzt beide schießen oder nur einen? Ich weiß es nicht. Komm, du Kerzchen! Schieß auf meinen Helm und ich starte den Countdown! Was sind denn Helme? Drei Stück? Vier, fünf, okay. Du schießt mit? Ich kann mitschießen. Noch einer rechts. Zwei, drei. Wow, sehr beeindruckend. Jetzt wird's schwierig. Nochmal. Ich fange von rechts an, du von links, okay? Okay. Das gibt's doch nicht. Die Hälfte wäre geschafft. Wir müssen irgendwo. Noch zwei. Noch zwei. Die gehen immer runter und wieder hoch. Ja, oder? Die gehen runter und wieder hoch. Da hinten, meine Güte. Wo? Da oben, am Haus. Und das Häschen. Ah, sehr gut. Das Häschen? Gut geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Er bind mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab.
Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lasse ein paar Ballons als Ziele steigen. Ich hasse so Missionen. Du würdest nicht glauben, warum? Wie ich alle schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich schießen. Und triff. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was wichtiger sein oh, könnte. Oh, nee. Gut geschossen, Herzchen. 2 Meter weggegangen, jetzt muss ich nochmal mit dir reden. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Wirst du mir jetzt zuhören? Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Okay. Aber man erzählt sie nicht alles, sondern macht dann einen Zwischensatz, ja, und setzt dann fort. Jetzt müssen wir erstmal da hochklettern. Gibt's da keine Treppe? Ja. Yeah. Okay, du, ich rechts, du links. Und los. Ja, wie ein kleines Babyschüsschen. Ha! Au! Genau in die Gummi. Hast ein gutes Auge im Kopf. Das war ja wohl lächerlich leicht. In dir brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Was macht sie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt hat sie Leute geholt. Jetzt, Oh, überlebe den Angriff. Gute Idee. Mann. Die ist wirklich gestört. Was ist das? Weiß ich nicht, überlebe den Angriff. Oh. Glaub nicht. Der. Ja, warte, ich hab den gehört. Ich geh hoch, hat er ganz am Anfang gesagt. Der Sturm tobt wilder als die Hafergrütze in meinem Arm. Ich seh gar nichts. Komm mal auf. Oh Mann. Was ist denn gemessen? Was war das? Genau, geh mal unten töten, da ist nämlich einer. Was, da ist er? Ich glaube ja. Guck mal. Ah, ich brenne, super. Irgendwo ist noch einer. Waren es alle? Ja, jetzt waren es alle. Sehr gut. Ich muss jetzt bestimmt nochmal mit der reden, ne? Vermute mal. Boah, alles am Brennen, guck mal. Ja, ja. Sprich mit Nana. Pass auf, Leute. Wir müssen jetzt aufhören, sonst wird die Folge zu lang. Wer weiß, ob jetzt noch was kommt. Ja? Wir hören hier also auf. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Far Cry New Dawn. Ich wollte Fallout sagen. Haut rein, Leute.